Ja, schönen guten Tag miteinander. Schon lange nicht mehr gehört. Ist jetzt doch ein Weile her seit dem letzten Video. Ziemlich viel müssen arbeiten nach den Ferien. Mal noch kurz krank gewesen, aber jetzt wieder da. Und der Plan ist jetzt eigentlich, um mal schnell schauen, wie es da am Supercharger im Kemptal vorwärts geht. Das sollte ja dann mein neuer Homecharger werden. Der ist ja, knapp 10 Minuten, würde ich sagen, entfernt von mir zu Hause. Und ich habe gehört, da ist schon irgendetwas im Bau. Das heisst, ich wollte jetzt mal schnell schauen, wie das dort aussieht. Und ob man herausfinden kann, wie lange es echt noch geht, bis dann der offen ist. Aber das weiss man ja eigentlich nie. Ab und zu geht es ganz schnell und ab und zu zieht es sich dann noch lange hin. Ja, also softwaretechnisch hat sich ja nicht allzu viel da in der letzten Zeit. Darum habe ich da auch nicht wirklich ein Video gemacht. Da kann man noch Punkt 36 bekommen. Da steht Verbesserung für kaltes Wetter und dann habe ich mal noch da 36.5.8 bekommen. Da steht Mobile App Verbesserungen. Steht einfach, dass man den Ladestrom einstellen kann. Die Ampere könnt ihr ja jetzt neu in der App verstellen. Wenn ihr AC ladet, brauche ich eigentlich ab und zu noch. Früher musste ich immer ins Auto laufen und dort die Ampere umstellen, dass er langsamer lädt, und jetzt kann man das einfach direkt in der App machen. Finde ich eigentlich noch praktisch. Mache ich auch im Geschäft zum Beispiel. Wenn ich am Morgen komme, dann stelle ich relativ langsam ein, so langsam wie möglich. Dann kann er eigentlich schön den ganzen Tag laden und ist dann am Abend fertig. Man sieht da schön die Zeit, zeigt so schön an, wie lange das geht. Ja, ich hoffe, es kommt jetzt bald die neue App. Es sollte ja jetzt noch eine neue App, Handy-App-Version kommen, wo man sich dann Shortcuts kann einrichten kann, also die Schnellfunktionen. Die vier, die man sieht, dort kann man sich, glaube ich, neu dann die Funktion wechseln, so wie man es gerne haben will. Da bin ich gespannt drauf. Aber das ist erst in der Handy-App-Version 4.3.0. Also für Android. iPhone weiss ich gar nicht. Und ich bin auf 4.2.3, also es sollte jetzt dann bald kommen. In Amerika hat es, glaube ich, die erste schon bekommen. Ja, und Wegpunkt sollte da jetzt auch kommen dann. Da bin ich sehr gespannt. Zwischenziel. Das wird dann eine mega Verbesserung, vor allem für Roadtrips und so. Oder ich denke es auch so für gewisse Vertreter oder so, die unterwegs sind mit dem Tesla geschäftlich, die sich dann so ganze Routen machen können, Routen planen, die man schön sehen, wo sie laden müssen. Das ist sicher eine super Sache. Ja, und für die, die meine Ungarn-Videos geschaut haben, die haben vielleicht gesehen, dass ich ab und zu mich beschwert habe über das Fahrwerk, respektive die Federn da vom Model 3, dass das Ganze etwas holperig ist und etwas fest rüttelt und schüttelt. Und ich habe jetzt also mehrere Videos gesehen von anderen YouTubern, auch vom Model Y. Das Model Y ist eigentlich genau gleich vom Fahrwerk her, von der Federung her, wie das Model 3. Und dass es einfach bei so kleinen Bodenwellen, Tollendeckel, Bahnübergängen und so weiter und so fort, die weiss haben, wissen vielleicht, was ich meine, dass es dann einfach extrem schlägt, dass es dann überhaupt keinen Federweg irgendwie hat, nichts abgefedert wird, extrem steif ist das Ganze. Und ja, das stört mich eigentlich irgendwie. Ich finde, das müsste nicht sein, das könnte ein bisschen weicher abgestimmt sein. Und das Problem ist ja, dass die Federn extrem gespannt eingebaut werden im Tesla.
also Model 3 und Model Y. Und durch das hat es fast keinen Federweg mehr. Es ist dann schön straff, aber es hat fast keinen Federweg mehr. Und ja, ich habe jetzt gedacht, dass ich mir so als kleines Weihnachtsgeschenk, dass ich mir da etwas einbauen lasse. Besseres Fahrwerk. Damit das nicht mehr ist und damit ich mehr Fahrkomfort habe. Vor allem auch, wenn man noch Leute im Auto hat, die mit der ganzen Familie unterwegs ist oder sonst irgendwelche Leute, Großeltern vielleicht mal noch mitnimmt. Dann ist es nicht so angenehm, würde ich sagen. Könnte angenehmer sein. Und das ist jetzt der Plan. Es ist jetzt mal bestellt, das Fahrwerk. Mal schauen, wie lange es geht, bis es geliefert wird. Und dann könnt ihr sicher dabei sein beim ganzen Einbau. Und natürlich dann auch beim Testen, ob das eine Verbesserung bringt. Ich nehme es jetzt mal schwer an, dass es eine Verbesserung bringt. Es kostet ja nicht immer sonst auch ein bisschen Geld, so ein Fahrwerk. Aber da gibt es dann ein separates Video dazu, wo ich euch alles erkläre und zeige, wie teuer das ist und so weiter. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, freue ich mich drauf. Und jetzt müsste dann irgendwo der Supercharger kommen. Mal schauen, ob ich den überhaupt finde. Wir sehen uns auf jeden Fall spätestens dann wieder. Ah ja, wenn ihr noch Zubehör braucht. Neu auch für Leute aus Deutschland kann man im ecarshop.com Zubehör bestellen. Für Tesla, Model 3, Model Y und so weiter. Und mit Gutscheincode TeslaKagi gibt es noch 10% Rabatt. Ja, genau, die ecarshop gibt es jetzt neu auch für Leute aus Deutschland, also die haben jetzt ein Lager in Deutschland und können direkt dort auch verschicken. Super Sache. Fahren wir da hinter dem Velo ein bisschen an. Ist doch eine schöne Sache. Zuerst muss der Autopilot mal Rettungsgas fahren können. Erst wenn er dann Rettungsgas mal schön fahren kann, dann kann er dann nachher anfangen, noch Velofahrer überholen. Irgendwo da unten, ich bin noch gar nicht da gewesen, ich weiß gar nicht genau, wo der Supercharger ist. Andere wissen das anscheinend besser, die haben da schon Fotos gemacht, da müsste doch irgendwo da unten sein. Habe ich gemeint. Dann gehen wir mal auf die Suche. Da unten hat es auf jeden Fall schon mal eine andere Ladestation, die ich gesehen habe. So, es ist wieder winterkalte Temperatur, es macht wieder Klonk. Batterie macht wieder Klonk. Ja, da sieht es ja schon nach Supercharger aus. Da stehen die ja. Ha! Coole Sache. Ich glaube, dann gehen wir da hinten durch. Da stehen die also bereit. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal so eine Säule an, wenn die schon offen sind. Habe ich noch nie gesehen, so eine offene Säule. So, ich bin auch da. So sehe ich aus.
Wow. Sind wirklich ein paar offen, krass. Das ist also das, was mich so Lärm macht bei der neuen V3 da. Die Lüftige nehme ich jetzt mal schwer an. Viel hat sie ja schon nicht drin, sondern eine Kasten. Krass. Immer jede zweite ist oben offen. Und es ist wahrscheinlich da noch etwas lustig. Interessant. Ja, dort hinten hat es noch mehr. Ja, das ist noch ein guter Platz. Man müsste einfach dann irgendetwas geben, so irgendwie ein Restaurant, WC. Ich hoffe, da sind es dann schon noch. Nestlé-Shop hat es da. Accept Ökoplan AG. Motorworld. Bin ich dann gespannt, ob es da noch irgendetwas gibt zum Essen. Oder vor allem WC ist sicher das Wichtigste. Ja, sieht cool aus. Wie lange geht euch das noch? Da müsst ihr zuerst noch Parkplatz einzeichnen. Dann sind die mega eng zusammen, oder meine ich das nur? Dann gibt es sich da von beiden Seiten. Immer eine Seite da, eine Seite dort. Das wäre eigentlich noch sinnvoll. Und sonst sind ja die mega nah zusammen. Hier hat es noch zwei separate. Geht aber dann mit Anhänger auch nicht wirklich. Wenn man ja einen Anhänger hat, geht es auch nicht. Die müssten ja viel weiter vorne sein. Da. Interessant. Ja, gut. Das wäre es gewesen. Da machen wir dann sicher das Tesla-Kegi-Treffen, sobald der offen ist, würde ich sagen. Ja, dann wünsche ich noch ein schönes Tag und bis zum nächsten Video. Peace. Ciao zusammen, macht's gut.